Es herrschen dunkle Wolken über das Land Tamriel, über den Kontinent Tamriel und über die Provinz Sturmhafen. Wir, am Abgrund unserer Zeit, junger Khajiit, werden nun sterben. Oder auch nicht. Wir sind nicht tot. Hey, wir haben es überlebt. Wir haben es überlebt. Yay. Wir sind geil. Wir sind cool. Wir haben uns abgerollt. Wir sind endlich wieder zu Hause. In motherfucking Tezor. Ich würde gerne die Kamera... ja, so geht es auch schon viel besser ab. Die Elder Scrolls Online Tezor. Und natürlich muss ich mich natürlich... Natürlich... recht herzlich... einmal bedanken, das geht, bedanken geht hier irgendwie gar nicht. Okay, dann bettel ich halt eben. Danke, danke. Ja, das kann ja auch schon Danke sein, so gesehen. Und natürlich verbeuge ich mich vor euch, denn wie ist denn eine Tezor-Folge ohne den perfekten Anfang? Und damit herzlich willkommen zu The Elder Scrolls Online. Tezor, ganz klassischer Anfang, naja, ja, nicht so wirklich. Der Plan war eigentlich, dass ich ganz nach unten falle, vielleicht sogar sterbe. Aber es hat nicht funktioniert. Ist ja auch nicht weiter schlimm. Wir spielen die Elder Scrolls Online Tezor. Und Freunde, bevor es richtig losgeht, nochmal eine kleine Ansage. Ich habe den Trailer noch nicht hochgeladen und ich nehme jetzt schon im Voraus auf, damit ich schon ein paar Folgen habe. Jede Folge geht 20 Minuten, ihr kennt das ja. Essenz ruhen, endlich mal was sammeln. Ja. Also, jede Folge geht 20 Minuten, ein bisschen mehr vielleicht auch, oder manchmal auch sogar ein bisschen weniger, mal schauen, wie die Zeit hinkommt. Es wird nicht jeden Tag kommen, das sage ich jetzt schon mal, sondern immer zu Zeiten von Dark Souls. Also, es kommt am Tag Dark Souls und Tezor und halt, wie gesagt, nicht jeden Tag. Das könnte sich vielleicht irgendwann ändern, wenn die Zeit gekommen ist. Wir sammeln jetzt erstmal wieder schönes... Ach, du Schrammklappe. Was? Schrammklappe? Ja. Ja, ich habe jetzt angemacht, dass man auch den Schadensbonus und allgemein den ganzen Schaden sieht. Und wie man auch jetzt sieht, es hat sich vieles verändert zu den älteren Tezor, sage ich jetzt mal. Wir haben jetzt übrigens einen Fertigkeitspunkt. Das ist wieder mal was anderes. Ja, nur weiß ich nicht, was ich machen soll. Zwei Hände natürlich, ist klar. Aber was ich machen will, weiß ich nicht. Ups, was? Nein, was habe ich gemacht? Was habe ich getan? Ich wollte nicht Ederischen Speer auf Viereck. Ist das richtig? Ich denke nicht. Ich habe da irgendwas anderes auf Viereck, oder? Schläger? Ach, das ist eine aktive. Ach doch. Schläger hatte ich auf Viereck, glaube ich. Die hatte ich so. Beidhändiges Ritual. Ja, okay, gut. Wir könnten das hier natürlich machen. Aber, bevor ich das mache... Die Leute, die diesen Kanal abonniert haben und schon ganz von Anfang an dabei sind, die freuen sich jetzt natürlich wieder, dass vielleicht Tezor weitergeht. Vielleicht haben auch die meisten schon deabonniert, weil Tezor halt nicht mehr weiterging. Das tut mir wirklich sehr leid. Ich habe auch ehrlich gesagt gehofft, also nicht gehofft, aber gedacht, dass Tezor wirklich nicht mehr weitergeht, weil ich es halt gelöscht hatte und alles. Aber nun seht euch an, wir sind back, ja, oldschool halt. Wir sind back in the hood und... Wir spielen die Elder Scrolls Online Tezor. Und jetzt nochmal ganz kurz, wie es dazu eigentlich kommt. Ich habe in den letzten paar Wochen mal gemerkt, es gibt ein neues DLC. Dieses neue DLC nennt sich Thief's Guild. Und ist hier unten. Das ist der Thief's Guild. Ein neues Gebiet, wie man sieht. Das hat sich sogar fast gereimt. Nicht wirklich sehr groß, aber die Stadt ist anscheinend riesengroß. Viel zu entdecken, viel zu machen wahrscheinlich. Ich weiß es nicht, ich kenne mich da ja nicht aus. Und es soll halt eine epische Quest-Reihe geben. Natürlich ist das nichts im Gegensatz zu Wrodgar. Das ist einfach nur riesengroß, ja. Das ist wirklich riesig. Also Thief's Guild ist wirklich kleiner. Aber darauf bin ich wieder aufmerksam geworden, auf Tezor. Und ja, da meine Freundin ja auch Tezor, oder meine Frau besser gesagt, auch Tezor geholt hatte mal... aber noch keine PS4 hatte. Kann man hier vielleicht irgendwo angeln? Dann könnte man das besser ein bisschen erklären, so beim Angeln. So nebenbei, das ist doch immer was Schönes. Ja, da hinten. Können wir wenigstens mal wieder ein bisschen angeln gehen, das ist doch auch mal was Nettes. Und da ist ein Bär, den machen wir zuerst.
Es ist auch wieder schön, endlich mal wieder die Skills zu haben, die man hat. Denn, ja, das erzähle ich euch gleich. Auf jeden Fall, ich freue mich, endlich wieder hier zu sein in die Elder Scrolls Online TESO. Ja, ich weiß, das ist dasselbe. Und es geht natürlich nahtlos, na, nicht ganz nahtlos übereinander mit der letzten Folge, die jetzt schon ein paar Monate her ist. Also, es ist halt so, meine Frau hatte sich dann das Spiel doch geholt. Also, sie hatte sich ja vorher schon geholt und dann eine PS4 geholt. Und musste sich das nochmal holen, weil es ihr geklaut wurde von ihrem eigenen Bruder. Das ist schon mal, ne, scheiße, vor allem, weil sie halt eine Vorbesteller-Edition hat und jetzt sie sich für 20 Euro die Imperial-Edition gekauft hatte, online. Da gab es mal so ein Oster-Special. So, also haben wir uns gedacht, wollen wir nicht mal zusammen spielen, hat jedenfalls meine Frau gedacht. Und ich habe gesagt, nee, das ist zu groß, das Spiel. Ich kann es halt nicht mehr installieren und Lust hatte ich auch nicht wirklich drauf. Und irgendwie, glaube ich, fange ich jetzt gerade hier nur scheiße. Aber egal. Jedenfalls habe ich mich dann aufgerappelt und habe dann gesagt, weißt du was, komm, wir spielen doch mal. Kann ja nicht schaden, ich habe jetzt extra was gelöscht dafür. Spatenschwanz. Interessant, kenne ich noch nicht. Also haben wir dann doch mal gespielt. Ich habe jetzt auch einen neuen Charakter, das ist ein Nord. Den kann ich euch ja vielleicht irgendwann mal zeigen, vielleicht beim Endscreen einer Session. Mal schauen. Auf jeden Fall habe ich einen neuen Charakter jetzt, endlich mal zwei. Ja, den Let's Play Charakter, den ich ein kleines Stückchen gespielt habe. Ne? Ein kleines Stückchen und das werde ich euch auch gleich sagen, wo genau. Und ja, mir hat es wieder Spaß gemacht. Unglaublich, aber wahr. Die Quests sind immer noch das Beste von einem MMO, was es so gibt. Finde ich persönlich. Und ja, dann habe ich mir gedacht, na komm, spielst du mal ein bisschen dein Let's Play-Charakter. Dein Let's Play ist ja so gesehen vorbei. Was natürlich auch welche schade fanden, wahrscheinlich viele. Und es regnet die ganze Zeit schon, kann das sein? Das fällt mir jetzt erst ein bisschen auf. Also habe ich mir gedacht, komm. Oh, Blaubarsch ist ein Köder zum Fischen. Okay, wusste ich gar nicht. Benutzen wir mal einen Blaubarsch. Interessant, hatten wir noch nicht. Wo war ich gerade... Warum blitzt es überhaupt? Egal. Wo war ich gerade stehen geblieben? Genau. Ja, dann habe ich mir gesagt, komm, spiele ich mal meinen Charakter ein bisschen. Und dann ist mir die Nostalgie hochgekommen. So ein bisschen, ja. Also ich habe dann sogar gedacht, ah, das Spiel... Das habe ich bis hierhin jetzt played. Es ist so ein wunderschönes Spiel eigentlich. Dann habe ich überlegt, willst du es nicht eigentlich doch Let's Playen wieder weitermachen? Muss ja nicht jeden Tag kommen, muss ja nicht wieder Dutzende von Folgen kommen. Sondern nur, wenn Platz dafür ist. Und deswegen habe ich dann gedacht, komm, machst du die Mission jetzt auch zu Ende, weil ich hatte ja eine Mission offen. Für die, die die letzte Folge vielleicht noch im Gedächtnis haben, ich denke es ehrlich gesagt nicht. Das wäre ganz schön krass, wenn ihr das noch im Gedächtnis hättet. Oh, was haben wir denn hier? Stahlaxt des Frosts. Ja, nee, brauchen wir nicht. Aber ich habe eine Mission beendet und habe dann wieder Lust bekommen, es zu Let's Playen. Ich hatte auf einmal wieder Lust. Ich weiß auch nicht. Es ist einfach so. Mir hat die Zeit gefehlt, kann ich mal so sagen. Gerade TESO war das Schlimmste, was ich eigentlich abbrechen könnte. Und jetzt habe ich es wieder angefangen, weil es mir einfach wieder Spaß macht. Und weil ich gemerkt habe, dass es ein Fehler war, es überhaupt erst abzubrechen. Denn wir wären jetzt schon längst mit Sturmhafen fertig. Schon längst. Aber okay. Für die, die letzte Folge gesehen haben. Hi, Kätzchen. Die werden sich wahrscheinlich daran erinnern, dass wir ein Begräbnis schmücken müssten mit Wein und alles. Falls nicht, schaut euch die letzten Folgen nochmal an. Schaut euch am besten das ganze Let's Play nochmal an. Und für die Leute, die neu sind und jetzt hier einschalten, das ist kein Let's Play von Anfang an. Das Let's Play von Anfang an war wirklich von der Charaktererstellung bis hierhin. Und das ist für Neulinge jetzt mal hier alles erkundet, ganze Quests, und das alles erkundet und die ganzen Quests. Ach ja, nicht zu vergessen, Betnik auch noch. Und natürlich der Inselliebling Drosseln Kai auch noch. Also ich habe eine Menge gemacht. Fast 200 Folgen sind es jetzt geworden. Und von daher, für die, die neu sind und dieses Let's Play vielleicht noch gar nicht so kennen von mir... Schaut es euch an. Oh, hier gibt es... Ach ja, hier gab es ja auch die Kalkoserz, stimmt ja. Es ist zwar sehr, sehr lang, aber... Ne? Für einen Abend kann man sich das auf jeden Fall bestimmt mal geben. Denn TESO ist wirklich... eines der besten Projekte, die ich habe auf dem Kanal. Leider in Vergessenheit geraten und versunken durch keine Let's Plays mehr. Aber das hier bleibt jetzt. Vielleicht wird es nach 170 Folgen wieder mal kurz pausiert für einen Monat oder so. Ich weiß es nicht.
Es wurde ja schon oft pausiert, aber halt noch nicht wirklich mit einem beendet abgeschlossen. Und das war ja jetzt der Fall. Bis jetzt! Denn Teso geht endlich weiter mit den Abenteuern von Xaladin. Am Spawn vom Dolchsturz-Bündnis. Und hier war unser Questgeber, Michel Hillomain. Hab Dank für eure Hilfe. Das wird jetzt perfekt sein. Perfekt. Ich weiß nicht, ob ich glücklich oder traurig oder beides bin, aber ich fühle mich besser. Und genau dieser Mensch hat uns die Aufgabe gegeben, da seine Frau kurzfristig verstorben ist. Hört sich jetzt sarkastisch an, aber ich mein's ernst. Mussten wir Blumen holen, Essen und Wein. Ich glaube, das war so in der Reihenfolge. Wir können ja unsere Quest leider nicht mehr einsehen, die wir geschafft haben. Aber ich glaube, das würde auch den Rahmen des Spiels so ein bisschen sprengen, weil wir haben schon Dutzende Quests gemacht, wenn nicht sogar Hunderte von. Ja, ich denke 100 haben wir auf jeden Fall schon gemacht. Kann ich mir jedenfalls gut vorstellen. Und ja, wir haben es geschafft. Es war auch kurz, also ich habe wirklich nur ganz kurz gespielt, wahrscheinlich eine Minute. Ungelogen, eine Minute. Ich bin da hinten rein, habe den Wein geholt, habe den hier abgegeben, habe dann gemerkt, Let's Play technisch wäre es eigentlich geiler. Und jetzt ist es wieder soweit. Teso geht weiter. Und ja, ich habe jetzt fast 12 Minuten lang geredet als Einleitung. Aber ganz im Ernst, für die Leute, die das jetzt scheiße finden, regt euch nicht drüber auf. Es ist ein, nicht ein Neuanfang, aber quasi ein, okay, steckst du irgendwie fest? Keine Ahnung, ich weiß. Soll ich dich befreien? Ach nee, komm, ich bin mal lieb. Ich bin jetzt mal lieb und nett zu den Tieren, denn die haben ja nichts getan. Die ja eigentlich auch nicht. Es ist klar, dass so eine lange Einleitung folgt. Und ich bin auch wahrscheinlich ein Idiot oder auch ein Arsch, dass ich jetzt wieder damit anfange, da ja manche wahrscheinlich auch deswegen deabonniert haben. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Und es tut mir wirklich leid. Aber ich kann zumal nicht ändern, dass es dann doch weitergeht. Und ja, mir zeigt das so ein bisschen, dass halt die Leute, die deabonniert haben, wegen Teso vielleicht, auch nur Teso geguckt haben. Und da tut es mir eigentlich... Oh, was ist denn hier? Ach, hier versucht einer... Ah, Landschaftsmalerei. Ja, ist hier ein bisschen schwer. Hier wäre es vielleicht ein gutes Bild. Ja, könnte man so meinen. Ich werde jetzt auch ein bisschen was an Konzept ändern. Ich werde jetzt meiste Zeit so rumlaufen. Und in den Dungeons, also hier zum Beispiel, können wir überhaupt rein? Ja, können wir. Da werden wir nämlich als nächstes reingehen. Also ich werde die meiste Zeit so rumlaufen und auch mal so kämpfen. Denn vielen hat das vielleicht auch gestört, dass ich nur so spiele. Ups, jetzt habe ich meinen Bogen ausgepackt. Den können wir eigentlich auch mal spielen, stimmt. Dass ich meiste Zeit so spiele. Stört vielleicht die meisten oder die wenigsten. Ist mir auch egal, ich werde jetzt auf jeden Fall ein bisschen mehr Abwechslung bringen. Vielleicht alle zwei Folgen oder jede Folge mal so abwechselnd zu spielen. Also jetzt nicht mit Bogen und Schwert, sondern die Perspektive. Ne? Ihr versteht. Und wir fangen natürlich erst mit dieser Perspektive an und rüsten unseren Bogen aus, denn damit fange ich ja immer meine Combo an. Und ja, bevor wir in diese Ruinen gehen, möchte ich nochmal was sagen. Für die, die jetzt vielleicht denken, es ist eigentlich eine dumme Idee, damit wieder anzufangen. Mit Teso. Bei denen kann ich sagen, ich finde es nicht. Denn Teso ist wirklich, und mir hat jemand die Augen geöffnet, und zwar der gute Max Frühling, der mich durch Teso auch gefunden hat, was auch eigentlich eines meiner ersten Let's Plays war. Nach Bloodborne war das mein erstes richtiges Let's Play. Dragon Age habe ich ja von Anfang an abgebrochen. Jetzt hier haben wir einen Bienenhändler, der schlecht ist. Eine Lotusblüte, die ich nicht brauche. Und ein Helm, der wahrscheinlich kacke ist. Aber okay. Warum habe ich denn Allianzpunkte? Okay, jetzt bin ich verwirrt. Warum habe ich Allianzpunkte? Hä? Ich war noch nie in einem Krieg drinne. Okay, ich verstehe es nicht. Ich will es auch, glaube ich, gar nicht verstehen. Ist jetzt auch eher unwichtig. Ich bin auf jeden Fall froh, wieder dieses Spiel hier anzufassen. Ja, anzufassen. Und ich werde jetzt auch mal noch was ändern, vielleicht. Vielleicht gefällt es den einen, vielleicht auch nicht. Schreibt es bitte in die Kommentare, ob es euch gefällt oder nicht, denn ich werde die Kopfbedeckung anlassen mal kurz. Okay. Nein. Alles klar. Ihr braucht es nicht schreiben, es sieht scheiße aus. Das passt eher zum Nord, aber nicht zu mir. Zu einem KG, das passt nicht so ganz. Gut, jetzt aber lange Rede, kurzer Sinn. Gehen wir in diesen Dungeon, die Ruinen von Norvulk. Also ich habe wirklich nur eine Mini-Quest erledigt und danach nichts mehr gemacht.
Das verspreche ich euch. Wir haben noch 5 Minuten Zeit. Ein bisschen kämpfen können wir ja noch. Ich freue mich auf jeden Fall, dass es weitergeht mit Teso. Und ich hoffe, ihr auch. Und ihr habt wahrscheinlich gemerkt, in diesem Ankündigungsvideo, was ich ein bisschen lustiger gestaltet habe, weil es einfach eine riesige Rückkehr ist. Das Comeback des Jahres auf meinem Kanal. Und auch wahrscheinlich das einzige Comeback, was kommen wird. Weil Fallout und so, das werde ich ganz sicher nicht weitermachen. Denn Fallout habe ich offline sehr viel weitergespielt. Sehr, sehr viel. Wenn nicht sogar das Doppelte an meiner Let's Play-Zeit. Über das Doppelte sogar. Also von daher wird das nicht wiederkommen. Teso ist wirklich das Einzige, was wiederkommt von den ganzen Sachen, die ich abgebrochen habe. Es kommt auch kein Primal mehr weiter. Primal habe ich sowieso runtergeworfen, weil es mir dann irgendwann sowieso nicht mehr gefallen hat. Also es liegt nicht nur an Let's Play, es liegt auch manchmal an das Spiel. An dem Spiel. Aber hier bei Teso, ich muss es einfach wieder spielen. Wir lesen ein Buch. In Träumen erwachen wir. Ihre Träume rufen uns. Vom anderen Ende Tamriels zeigen ihre Träume uns eine wahre Welt, eine weit bessere Welt, als die, die ihr kennt. Oh, Vermina erleuchtet den Himmel unserer Welt. Vermina ist die Sterne unserer Welt. Was, Vermina ist die Sterne unserer Welt? Das klingt ein bisschen falsch. Ihre 1000 Wahrheiten sind 1000 Lichter am Nachthimmel. Die wache Welt ist voll von Leid und Hunger. Sie ist eine Welt der Lügen. Wir kommen von allen Winkeln dieser gebrochenen Welt und versammeln uns als Träumer eines neuen, strahlenden Zeitalters. Sie ruft uns hinterher nach Sturmhafen. Sie hat uns in eine bessere Welt erweckt. Wir lassen diese Welt der Lügen hinter uns. Nicht jeder versteht diese einfachen Wahrheiten. Nicht jeder versteht ihre Träume, wie wir das tun. Denn nicht jeder ist ein wahrer Träumer. Sie ruft die Mächtigen und die Bescheidenen, aber die, die sich als unwürdig erweisen, fallen dem Wahnsinn anheim. Erwacht, Schläfer. Fahret auf, Träumer. Suchet in euren Träumen und kommt zu uns. Wir erwarten euch. Ja, ich habe flüssiger gelesen denn je, denn ich bin voller Adrenalin und voller Glückshormone, sage ich jetzt mal, Hormone. Und freue mich endlich wieder, diesen Charakter hier weiterzuspielen. Als Aufnehmender. Denn ich habe ja, wie gesagt, einen Zweitcharakter, den ich mit meiner Frau zusammenspiele. Natürlich offline, das ist klar. Und hier kann ich endlich mal wieder so ein bisschen... Die Seele... Stirb doch mal. Die Seele baumeln lassen. Bisschen über Themen reden und nicht andere Let's Plays dafür irgendwie... Ich muss ganz ehrlich sagen, das Kämpfen gefällt mir so doch weitaus besser. Ich werde so rumlaufen, aber wenn es aufs Kämpfen ankommt, werde ich es doch eher lassen. So. Befehle. Ruinen von Norwulk. Laut Gerüchten gibt es in den Hügeln rund um Windburg nach unberührten Aliidenruhen. Noch unberührte Aliidenruhen. Ruinen. Folgt Gargak dem Ritter. Ups, ich muss kurz rülpsen. Ah, so. Er führt euch zu ihnen. Wir müssen diese Ruinen einnehmen. Ja, einnehmen. Und die uralten Geheimnisse in ihnen finden. Für die Träumer. Also ihr seht schon, die Träumer sind immer noch Hauptbestandteil. Und falls ihr diese Folge jetzt hier genießen wollt, guckt euch wirklich die letzten paar Folgen nochmal an. Oder vielleicht auch das Let's Play. Das ist nicht wegen Klickzahlen oder so. Das habe ich wirklich nicht nötig. Also klar, vom... Oh, hier gibt es einfach mal Eisenerz. Okay. Klar, von den Klickzahlen her... Oh Gott. So gesehen ja schon, weil ich ja nicht wirklich viele Klicks habe. Aber mir geht es einfach nur darum, dass man den Faden nicht verliert. Dass nicht welche sagen, hä, jetzt steige ich hier ein und verstehe nichts. Ja, also, viele werden auch wahrscheinlich nicht den Trailer verstanden haben mit, es geht weiter mit den Abenteuern von Xaldin. Denn so heißt der Charakter hier. Das ist ganz klar. Und ihr wundert euch wahrscheinlich auch, warum ich jetzt die ganzen Fässer und so durchsuche, obwohl ich das ja nicht mehr mache. Ganz einfach, weil ich gemerkt habe, Klauen ist wirklich sehr, sehr wichtig. Damit kann man echt viel Geld machen und ich werde jetzt auch in den Städten mehr klauen. Es tut mir leid, dass dadurch die Spielzeit gestreckt wird, aber es war schon immer ein Let's Play, was niemals enden sollte. Und als das Let's Play auf diesem Kanal bleiben soll. Und jetzt ist es wieder da. Und ich freue mich einfach nur. Merkt man vielleicht gar nicht. So, fuck you all. Und du kommst jetzt... Achso, ein Schlag, ja gut. Und es gibt mehr zu looten als denn je. Das finde ich auch super. Und die Erfahrung wird unten endlich mal angezeigt. Das finde ich auch super. Aber was jetzt wahrscheinlich nicht so super ist, ist, dass ich erstens mit dem Bogen nicht mal gespielt habe. Und zweitens, dass ich wohl oder übel Lebewohl sagen muss zu der ersten Folge. Und für die, die das hier nicht kennen sollten. Ich mache es immer so, dass ich mich auch verabschiede. Ganz klassisch. Wie in den alten Folgen. Haut rein.
bis übermorgen zur nächsten Folge. Da wird es halt mehr Action geben. Diesmal war es halt mehr eine Anrede, ein Willkommensschwur. Und ich bin froh, dass ich es wieder angepackt habe. Also, bis zur nächsten Folge von Let's Play The Elder Scrolls Online Teso, so nenne ich das ja immer. Wenn wir in dieser Norvulk-Ruine der Alliierten anscheinend, okay, Alliierten hört sich an wie die Alliierten, also die Alliierten, keine Ahnung, wie die heißen. Jedenfalls, bis zur nächsten Folge, wenn wir hier dann weiter uns durchschnetzeln und vielleicht sogar eine Himmelsscherbe finden, wie es ja in Ruinen üblich ist. Haut rein, bis dann und ciao.